Stammholzrücken. Freunde, und einen wunderschönen guten Morgen an diesem wunderschönen sonnigen Tag. Wir sind wieder hier bei uns im Wald und heute geht es weiter an der Baustelle, wo wir vor einigen Wochen schon angefangen haben und ein paar Bäume gefällt haben. Ziehen wir heute das Stammholz raus. Dabei haben wir hier wieder den MB-Truck im Einsatz und unser schöner neuer Masai, der ist auch dabei mit Rückewagen. Und ja, hier liegt schon mal so ein Haufen, da sieht man, was es werden soll. Und da ziehen wir jetzt noch ein bisschen was dabei. Unser König dieser Alpenschwein von meinem Freund Günther aus Österreich. Top-Qualität, so Gott will. Ist aber keine Schleichwerbung. Nein. Wir rücken jetzt diese Kronenteile hier den Berg hoch, um sie dann anschließend vorne anzuschlingen und auf die Wiese zu ziehen. Weil so ums Eck rum, so um das Eck rum kriegen wir das nicht. Gucken wir, dass mein Schlepper fängt drin. Normalerweise müsste man bei diesen Winden arbeiten, wenn man die Winde nicht genau im Auge hat, immer das Seil durch die untere Seilführung von der Winde machen. Da, wenn das durch die obere Seilführung geht, ist das Kippmoment, die Winde zieht 6,5 oder 7 Tonnen, da ist das Kippmoment ziemlich groß, dann schmeißt den Schlepper um. Gestern habe ich gezogen, da konnten wir schon fast vorne der Räder wechseln, so leicht ist er geworden. Dann habe ich das unten durch die untere Seilführung gemacht.
von der Winde und dann ist das top, dann macht die Maschine gar nichts mehr, dann zieht die bis Überlast. Aber jetzt kann ich ja gucken und so schwer ist das ja nicht hier. Nur immer um die Ecken und dann sind Stuben dazwischen, wo es dagegen läuft und dann wird natürlich die Zugkraft immer höher und da muss man aufpassen, sonst gibt es viel Bruch. Weißt du, was der schon für die Scheiße getrunken hat? Was, ne? Immer so ein scheiß Seil über. Ablesen kann ich nicht. 9,65 Meter. Na ja, sagen wir mal, 2 x 10 Meter sind das. Also 20 Meter sind das auch schon. Ja. Was denn geht nochmal hier? 3 Meter und hast einen Finger drauf. Ne, hier, da, die legen wir da. 3,30 Meter, 3,20 Meter. 3,20 Meter? Das ist 5 Meter oder was? 5,40 Meter. 45 sind 8,40. Das sind 9 Meter nochmal. 20 und 9 sind 29. Ne? So, um die Stammdurchmesser zu ermitteln, haben wir hier eine Messgluppe. Damit können wir jetzt feststellen, wie viel Holz, also Rauminhalt, wir insgesamt gemacht haben. Wir haben jetzt 30 Meter frisch rausgezogen, 50 Meter sollten da schon liegen, sind wir bei knapp 80 Meter. Jetzt müssen wir noch die Kubiks errechnen. Thank you.
So, nachdem wir das ganze Holz jetzt aufgemessen haben, Länge, Dicke ermittelt haben und markiert haben, jetzt nehme ich mir die Kettensäge. Vater ist noch mal an eine andere Ecke vom Wald gefahren, um da noch ein bisschen weiteres Holz zu holen. Ich nehme jetzt die Kettensäge, lenke das ab und dann packe ich mir das auf den Rückewagen und packe das nach und nach immer drauf. Und mit dem Rückewagen, da packe ich das dann an eine Stelle, wo man das dann mit dem LKW abholen kann.
Jetzt kam es, wie es kommen musste, kurz vor Feierabend noch die verkackte Dose abgefahren. Scheiße. So eine Scheiße. Ja, aber ehrlich, Scheiße. Die gehören auf jeden Fall zusammen. Diese Masse und der Weiße ist auch Masse. Ne? Kann dir nichts sagen zu deiner Belegung. Was muss ich anfangen zu sehen? Da
Also den größer in Erinnerung. Oh, dann kommt das Seil nicht, da muss ich dann mal vorfahren, das Seil abbauen, solche Sachen. Hat alles super gepasst. Aber der Stecker ist schön rausgeflogen, um kaputt zu gehen. Ja, ich denke, was die Steckdose. Ja, hat das einmal geknirscht, ich denke, was knirscht und dann habe ich schon gewaschen. Ja, das ist aber auch ein Lerneffekt. Das hat einmal geknirscht und das war keine gute Stelle hier für die Steckdose. Ja. Also das Verlängern, das Kabel und dann irgendwo hier oben hin machen. Hier in die Mitte hier so. Ja, ich darf mich aber auch nicht so einschränken beim Hochklettern. Besten wäre noch hier unten los. Wenn das Kabel ein bisschen länger ist und das runterbampelt, dann fehlt das. Das Kabel ist ja länger. Habe ich ja nur eingerollt. Kannst du auch hier drunter machen, so hier. Ja, okay. Genau, sowas. Ja, es kommt, wie es kommen musste, immer irgendwas. Kurz vor Feierabend reiße ich mir noch das ganze Stromkabel ab. Naja, jetzt habe ich es repariert. Erste Test sah gar nicht so schlecht aus. Da unten hängt es jetzt. Da, ich konnte mir die Farben und die Farbkombinationen gerade so irgendwie zusammenpuzzeln. Aber, naja, jetzt ist die nächste Hürde. Es regnet in Strömen. Ich will mich ja jetzt nicht darüber beschweren, weil die Natur hat den Regen echt bitter nötig. Und wir sind auch wirklich gut in der Zeit. Und jetzt, naja, können wir uns zuwinken. Wegen Corona muss man Abstand halten. Deswegen sind wir hier beide mit unseren eigenen Schleppern da. Naja, ich hoffe, der Schauer geht gleich vorbei. Und die haben wir schön aufgeräumt. Hier ist alles jetzt tippitopp. Na gut, da vorne hat mein Vater ein bisschen gewütet. Der hat ein bisschen Bock mit der Rückwinde mal zu schieben. Oh, die Hummel. Ja, hier geht's nicht rein. Ja. Aber jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier die Fracht da auf den Haufen legen. Und dann ist die Rückearbeit für heute eigentlich getan. Dann haben wir wieder ein kleines Abenteuer erfolgreich zum Abschluss bekommen. Der Regen wird auch schon weniger. Ich glaube, wir können gleich loslegen.
Leute, das war das heutige Rückeabenteuer. Wir bedanken uns für euer Interesse. Unsere Aufgabe ist erfüllt. Das Holz liegt auf dem Polter, der Wald ist leer. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, bleibt gesund und so weiter. Bis dann. Ciao. Hallo. Schönen Gruß an Helge.